Hallo zusammen, in dem Video möchte ich euch die Olight Baton 3 vorstellen und mit dem Vorgänger der S1 Air Baton 2 vergleichen. In dem Video wird es am Ende auch noch ein kleines Giveaway geben, aber anfangen möchte ich erstmal mit den Daten von dem Sale. Und zwar startet der schon heute Abend, also am 22.03. um 20 Uhr. Und bei dem Sale wird es die Baton 3 in Schwarz geben, es wird sie in Rot geben und es wird sie limitiert in Blau geben. Also die beiden Farben gibt es standardmäßig. Limitiert ist Blau und ich könnte mir vorstellen, dass Blau ziemlich schnell weg sein wird. Das war zumindest bei der S1 Air hier in Blau der Fall und ich denke, das wird hier nicht anders sein. Also wenn ihr euch die kaufen wollt, solltet ihr schnell sein. Preislich liegen sie übrigens zwischen 58,46 Euro und 97,46 Euro, je nachdem, welche Farbe man nimmt und ob man dieses Ladecase mit dazu bestellt oder nicht. Es wird auch dieses Mal wieder ein Gewinnspiel geben und zwar wird Olight unter all denjenigen, die während dem Sale über meinen Affiliate-Link eingekauft haben, 4 Leute ziehen und denen dann den kompletten Einkaufspreis erstatten. Das ist natürlich dann völlig egal, ob ihr für 50, 100, 200 oder 500 Euro eingekauft habt. Ihr bekommt dann den kompletten Kaufpreis erstattet. Wichtig ist halt nur, dass ihr über meinen Affiliate-Link geht. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Wie gesagt, 4 Leute werden dann von Olight gezogen, die den erstattet bekommen. Und ihr findet den Affiliate-Link entweder in der Infobox unter dem Video oder im obersten Kommentar. Kommen wir zum Vergleich. Die Baton 3 ist der Nachfolger von der S1 Air Baton 2. Also das S1 Air im Namen ist weggefallen. Und ansonsten sind die Unterschiede von außen relativ gering. Also das Muster hat sich ein bisschen geändert. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Was sich auch noch geändert hat, ist hier bei dem An- und Ausschalter. Da waren noch so 4 Kanten vorher. Die sind jetzt weggefallen, die sind rund. Außerdem ist die Lanyard-Öse hier unten weggefallen. Also hier ist keine mehr im Gehäuse. Das heißt, wenn man ein Lanyard befestigen möchte, muss man das hier über den Gürtelclip machen. Und auch der Clip hat sich ein bisschen geändert. Also da ist hier diese Aussparung und hier unten ist noch eine kleine Aussparung. Also der ist noch ein bisschen überarbeitet worden. Aber äußerlich sind sie gar nicht mal so unterschiedlich. Der deutlich größere Unterschied liegt in der Technik. Und zwar wurde bei der Baton 3 die SST40 verbaut und bei der Baton 1 war das noch die XML2. Jetzt haben wir hier 1200 Lumen, vorher waren es 1000 Lumen und die Baton 3 hat auch einen etwas höheren Kanella-Wert, das heißt auch eine etwas höhere Reichweite. Das sieht man auch in den Praxisaufnahmen bei einer kurzen Entfernung jetzt gar nicht mal so sehr. Also bei 2, 3, 4, 5 Metern ist mir da nichts aufgefallen, aber so ab 10, 20, 30 Metern sieht man da einen deutlichen Unterschied. Da habe ich mal ein paar Praxisaufnahmen gemacht, die blende ich euch mal gleich ein. Also der Unterschied hat mich schon sehr positiv überrascht, das ist schon deutlich zu merken. Aber mit Abstand der größte Unterschied liegt in der Laufzeit, die hat sich quasi verdoppelt. Das zeige ich euch mal an den Kartons. Also rechts die Baton 3, links die S1 Air. Und da sehen wir jetzt hier, im Moonlight-Modus ist die Laufzeit gestiegen von 8 Tagen auf 20 Tage, im niedrigen Modus von 20 Stunden auf 33 Stunden, im mittleren Modus von 3 Stunden 40 Minuten auf 7,5 Stunden, im hohen Modus von 45 Minuten auf 95 Minuten, wobei da jetzt die 600 Lumen weggefallen sind. Das heißt, die S1 Air hatte noch 600 Lumen für 1,5 Minuten. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so den großen Sinn drin gesehen, weil der Turbo-Modus hält ja auch 1,5 Minuten. Von daher ja, war der Nutzen jetzt für mich nicht so wirklich hoch. Dafür hat man jetzt die längere Laufzeit. Und im Turbo-Modus waren es vorher 37 Minuten und jetzt sind es 75 Minuten. Also wirklich eine deutlich längere Laufzeit in allen Bereichen. Und auch neu ist das Ladecase, was man zusätzlich mitbestellen kann. Also es gibt die Lampe entweder mit oder ohne Ladecase. Nur die blaue kann man nur in Kombination mit dem Ladecase bestellen. Bei der schwarzen und der roten hat man die Wahl, ob man das Ladecase mitbestellt. Bei dem Ladecase, das ist magnetisch, da tut man einfach die Lampe rein und dann wird sie automatisch geladen. Fällt auch nicht raus, also wenn man es umdreht. Eine kleine Besonderheit ist hier noch, wenn ich die Baton 3 reintue und das Case zumache, dann geht die Lampe automatisch aus. Die S1 Air kann ich auch aufladen, aber die geht nicht aus, wenn ich den Deckel zumache. Also die bleibt an, da muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man die in den hohen Modi drin lässt und dann den Deckel zumacht, dann könnte man sich da ein Loch reinschmoren. In den niedrigen Modi sollte das funktionieren. Und wie gesagt, die neue Baton 3, die geht ja auch automatisch aus,
Das finde ich auch irgendwie ganz nett gemacht. Was man übrigens nicht aufladen kann, sind andere Lampen. Also die S2R passt nicht rein, die Perun Mini passt nicht rein. Das sind wirklich nur die beiden Lampen, die man damit aufladen kann. Ansonsten, man hat hier einen 3.500 mAh Akku drin. Damit kann man die Baten 3 3,5 Mal aufladen. Man hat hier oben eine LED, die anzeigt, ob die Lampe geladen wird oder geladen ist. Und man hat hier unten eine LED, die über den Ladezustand von dem Case informiert. Und man lädt das Case über USB-C auf. Da wird ein Kabel mitgeliefert. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt an dem MacBook-Ladegerät aufgeladen. Das ist für mich ein bisschen einfacher. Bin ganz froh, dass es funktioniert. Das ist bei USB-C ja nicht immer der Fall. Also grundsätzlich finde ich die Idee mit diesem Case ganz interessant und es ist auch gut verarbeitet. In Blau schimmert es ein bisschen, gefällt mir auch optisch. Aber ich glaube, ich würde eher einen zweiten Akku mitnehmen oder eine Powerbank oder eine größere Lampe. Das scheint mir ein bisschen praktischer zu sein. Was ich halt schade finde, ist, dass man dieses Case nicht noch als Powerbank benutzen kann, um zum Beispiel sein Handy aufzuladen. Dann würde man sich vielleicht eine richtige Powerbank sparen und hätte dann sozusagen ein 2-in-1-Case. Das finde ich ganz cool oder hätte ich ganz cool gefunden. Ich meine, das geht ja leider nicht. Ihr könnt mir mal einen Kommentar hinterlassen, ob ihr die Lampe mit dem Case oder ohne Case bestellt. Und wenn ihr das Case mitbestellt, wofür ihr das benutzen werdet. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Dann komme ich mal zum Fazit. Also was mir ganz gut gefällt, ist die höhere Reichweite. Da profitiert man halt davon, wenn man die draußen verwendet. Auch ganz gelungen finde ich das Ladecase. Das ist mal eine ganz neue, ganz coole Idee. Ich persönlich brauche das jetzt nicht unbedingt, aber ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere von euch dann Einsatzbereich für hat und es auch mitbestellen wird und es auch gut verarbeitet. Da kann ich nichts dran aussetzen. Was in meinen Augen aber die größte Neuerung ist, das ist die doppelte Akkulaufzeit. Also damit steigt der Nutzwert für mich nochmal ganz deutlich. Ich benutze daheim meistens meine S1R Winter. Das ist meine Lieblings-OLED-Lampe. Die ist wirklich täglich im Einsatz, allerdings in den niedrigen Modi, also entweder im Moonlight, im niedrigen oder im mittleren Modus. Und damit habe ich dann eine Laufzeit von mehreren Wochen bis Monaten, bis ich die mal aufladen muss. Und da ist es kein Problem. Allerdings habe ich doch ganz gerne mal ab und zu die S1R hier im Rucksack dabei, wenn ich wandern gehe. Jetzt natürlich nicht, wenn ich abends rausgehe und eine Nachtwanderung mache. Dann nehme ich dann eine größere Lampe mit wie die Warrior X. Aber wenn ich morgens oder mittags losgehe und mir ziemlich sicher bin, dass ich noch vor dem Sonnenuntergang daheim bin, also sozusagen für Notfälle, wenn ich so eine kleine Backup-Lampe dabei haben möchte, die klein und leicht ist, nicht viel Platz wegnimmt. Es kann immer sein, dass ich mich in der Zeit verschätze oder ich mich verlaufe oder mir den Fuß verstauche und auf Hilfe warten muss. Und die S1R hier hat im mittleren Modus oder im hohen Modus 300 Lumen und erhält eine Laufzeit von gerade mal 45 Minuten. Und das auch nur, wenn der Akku wirklich voll ist, was er ja oft nicht ist. Und es kann halt schon mal ein bisschen knapp werden, wenn man noch mal eine Stunde im Dunkeln unterwegs ist oder 1,5 Stunden oder 2 Stunden. Die Baten 3 hingegen schafft im 300-Lumen-Modus 95 Minuten. Also selbst wenn der Akku nicht mehr ganz voll ist, dann hat man doch noch mal eine Stunde Licht oder so. Und zur Not kann man ja noch auf den 60-Lumen-Modus runtergehen. Also das gefällt mir richtig gut. Und damit ist dann für mich als Backup-Lampe der Nutzwert noch mal deutlich gestiegen. Also die Akkulaufzeit, das finde ich richtig beeindruckend. Und es gibt mir halt ein gutes Gefühl, wenn ich die als Backup-Lampe dabei habe. Und jetzt hoffe ich ehrlich gesagt noch auf eine Baten 3 Winter mit einer warmen LED in Titan. Also das wäre mein Traum. Dann kommen wir mal zum Giveaway. Zu gewinnen gibt es eine Baten 3 mit einem Ladecase. Und was müsst ihr machen, um teilzunehmen? Als erstes würde ich mich über ein Abo freuen. Das ist zwar nicht zwingend notwendig, um teilzunehmen, aber dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Und um teilzunehmen, müsst ihr einfach nur einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen, aus dem hervorgeht, dass ihr Interesse habt. Das Giveaway endet dann am 24.03. um 23.59 Uhr und ich werde dann innerhalb von 1 oder 2 Tagen mit einem Random Comment Picker einen Gewinner ziehen, auf den Gewinnerkommentar antworten und der Gewinner hat dann 2 Wochen Zeit, sich bei mir zu melden. Falls er sich nicht meldet, würde ich dann einen neuen Gewinner ziehen. Ihr müsst natürlich noch damit einverstanden sein, dass ich eure Adresse an OLED weitergebe, damit sie euch die Lampe zuschicken können. Dann müsst ihr 18 Jahre alt sein und ihr könnt die genauen Teilnahmebedingungen in der Infobox nochmal nachlesen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.